Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Ich kann da auch nicht weiter, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber würde jetzt vielleicht unser Hundi? Ah ja, guck mal, der passt da durch. Der kann das. Gibt's da hinten noch irgendwie was? Irgendwie was Verstecktes? Nee, unser Hund, die knurrt. Das mit dem Tab kommt irgendwie auch nur an der Stelle. Okay, dann schauen wir mal. Erster Gasangriff. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellungen wehte. Chlorgas verursacht Verbrennungen an Augen, Haut und Lungen und dringt sowohl durch die Kleidung als auch durch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmasken bestand der einzige Schutz aus in Urin getränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Bombardements durch Zeppeline. Das Luftschiff wurde 1900 vom deutschen Grafen Zeppelin erfunden. Aber erst ab 1908 konnte der Zeppelin auch weitere Strecken überwinden. Zeppeline waren etwa so schnell wie die damaligen Flugzeuge und wurden ursprünglich zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Ab 1915 flogen sie auch Bombenangriffe gegen zivile Ziele, etwa gegen Städte wie Paris und London. Hunde im Krieg. Die deutsche Armee besaß zu Beginn des Krieges etwa 6000 Hunde, die französischen hingegen nur um die 30. Diese Tiere wurden für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Wachdienste, Postverkehr, Munitionsnachschub, Transport von Kanonen und als Maskottchen. Deutsche Schäferhunde, Dobermänner und der flandrische Treibhund waren die Rassen, die am häufigsten zum Einsatz kamen. Okay, wo müssen wir hin? Oh, wir haben auch wieder ein neues Tagebuch. So. Hatten wir das zweite schon gelesen? Nee, wir hatten nur das erste gelesen, das zweite noch nicht. 7. September 1914. Ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. 10. März 1915. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt, Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. So, bei ihm haben wir auch nur den ersten gelesen. 21. August 1914. Emil, da, direkt vor mir, der Länge nach auf dem Boden. Warum musste sein Regiment auch auf meines treffen? Ich hoffe, er kommt durch. Er ist ein zäher Brocken. Ich muss herausfinden, in welches Gefangenenlager er gebracht wird. 10. März 1915. Endlich habe ich Emil gefunden, wenige Augenblicke, bevor die Granaten fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Einschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Viktor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Und von der Marie, da haben wir die beiden gelesen. Das ist der dritte. 25. September 1914.
Heute sind die Deutschen in Somme Hill eingefallen. Zum Glück haben die Truppen den Hof verschont. Ich habe mit Viktor Schutz im Keller gesucht. Wie soll es jetzt weitergehen? So, was gibt's hier? Unser Hundi will da irgendwas graben. Und hier können wir nicht weiter. Okay. Ups, schon bin ich durch, okay. Okay. Da liegt irgendwas Schönes. Kanadische Erkennungsmarken. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben, eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurden bald durch die britischen Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischem Kommando über die gleichen Marken verfügten. Kann man das irgendwie kaputt machen? Ist da irgendwas Schönes drin? Fight. Nee, kaputt machen geht wohl nicht. Da oben ist so ein Schild, dass man das fallen lassen soll. Ziehen wir das mal hoch. Gut. So ein bisschen kaputt machen das Ganze? Nee. Vielleicht kann unser Hund was machen? Ah, ich könnte ihn so runterlassen. Und jetzt? Nee. Da hat er gar keinen Bock. Vielleicht jetzt? Halt, stopp! Nein, Hundi. Doch erst, wenn ich drauf bin. Ah, der buddelt da irgendwas. Ja gut, dann schauen wir mal, was das ist, was er da buddelt. Hat er mich jetzt verarscht? Hier hat er doch gerade irgendwas gebuddelt. Ah, er hat mich verarscht. Glaube ich zumindest. Ich kann hier nämlich nichts machen. Nicht wirklich, ne. Oh, das war eins. Obwohl, vielleicht sollte er mich mal runterlassen. Da geht's bestimmt auch noch irgendwo hin. Lass mich mal runter. Schauen wir uns mal hier um. Ah, okay. Aha. Okay. Was macht denn der Knopf da oben? Yeah.
Vielleicht werden wir das jetzt da drauf lassen. Mal eins hoch. Und wieder eins runter. So. Jetzt versuchen wir das mal. Jetzt brauchen wir das hier auch noch. Gibt da was? Ah. Uringetränk, der Stoff. Nehmen wir gleich mit. Bis zur Einführung der Gasmasken war der einzige Schutz vor Gasangriffen das Abdecken der Nase mit einem uringetränkten Taschentuch. Urin reagiert mit Chlor und bildet im Taschentuch weniger giftige Stoffe, was die Wirkung mindert. Das war zwar keine sehr hygienische Lösung, doch immer noch besser als eine Lunge voller Chlorwasserstoffsäure. Ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht müssen wir nochmal mit dem. Den Hebel betätigen. Ah! Oh Gott, hoffentlich ist mit uns und unserem Hund alles okay. Wir standen hier direkt daneben. Okay. Wo ist der Hund? Da ist er ja. Okay. Oh Mann, wir werden schon wieder angegriffen. Jetzt komm! Ah, okay. Jetzt können wir gucken gehen, was du da Schönes gesehen hast. Ah. Wie schön. Gaskanister-Ausbringungsstrategie. Die Strategie zur Gaskanister-Ausbringung war einfach, aber sie war vom Wetter und besonders vom Wind abhängig. Das Gas erforderte einen stetigen Fallwind in Richtung der feindlichen Linien, damit es nicht zum Ausbringer zurückkehrte. Alle Kriegspläne waren daher vom Wetterbericht abhängig. Okay. Was gibt's denn hier alles? Okay. Oh Mann, der andere läuft noch. Hier kann man sowas graben. Ich hab das Graben schon wieder verlernt. Oder muss ich das dem Hund sagen? Ah! Da muss der Hund graben. Oh, cool. Belgischer Tschako. Der Tschako der belgischen Armee bestand aus einem spitzen Hut mit einem Kranz und einem Blendschutz. Der Tschako ersetzte die Isar-Kappe, eine weiche Mütze, deren Seiten man über die Ohren herunterklappen konnte. Die Kappe wurde Isar genannt, weil die belgischen Soldaten sich hinter dem Fluss Isar sammelten, um das Vorrücken der Deutschen zu stoppen. Ich übernehme keine Verantwortung für die Aussprache von diesen ganzen verschiedenen Namen, Orten. Keine Ahnung. Alles Mögliche. Okay, also da muss ich wahrscheinlich erstmal hoch. Kann der das nicht? Wofür ist es denn da? Okay. Wieso kann ich überhaupt den Korb tragen? Soll ich den da dranhängen? Ah. Kann ich jetzt den Hund da reinsetzen? Oh, das wäre ja lustig. Ja. Oh Gott, das ist viel zu süß. Ja, jetzt braucht er Hilfe.
Okay, also unser Hundi kann erstmal da raus und uns den Knochen bringen, würde ich sagen. Knochen. Oh, krass. Er gibt ihn uns nicht, sondern er schafft es sogar noch besser. So. Ja, ich mache hier schon. Oh. Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. Perfekte Teamarbeit hier. Und da liegt auch schon wieder was. Was ist denn das? Ah, eine Uhr. Eine Taschenuhr sogar. Die Zeit war für das Leben des Soldaten eine wichtige Größe und militärische Angriffsstrategien waren auf exakte zeitliche Abläufe abgestimmt. Taschenuhren waren zu dieser Zeit das einzige Mittel, die exakte Zeit zu bestimmen. So, jetzt schnell graben. Ah, ich habe das Graben schon wieder verlernt. Nächstes Mal spiele ich im Controller, ich sag's euch. Okay, nochmal. Jetzt kann ich's. Und Freiheit! Was kommt denn da? Ah, die kennen wir doch schon, oder? Von unserem Tagebucheintrag.